So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Dino. Denn gestern beim Max Out Monday habe ich ja ein paar Mewtwo hochgezogen. Ich habe letztens ja schon versucht, das Terrakium Duo Raid zu machen. Habe ich leider nicht geschafft. Die Kameraaufnahme hat komplett gesponnen. Das eine Handy abgekackt, vergessen Team auszuwählen, alles Mögliche. Nichts war gepusht. Hab mir das leichter vorgestellt. Jetzt bin ich aber vorbereitet. Hab zwei Handys am Start, zwei Accounts. Der eine hat 6 gemaxte Mewtwo, darunter auch ein Rüstungs-Mewtwo. Der andere hat 4 gemaxte, glaube ich, aber alle mit Spukball. Ich werde jetzt mal schauen, ob das passt. Trotz Spukball, wenn es nicht passt, muss ich wohl auf dem kleinen Account leider Spukball wegmachen und Psychokinese oder Psychostoß reinnehmen. Dann wird alle sagen, bist du verrückt, bist du bescheuert, lass doch Spukball, beste Attacke. Aber auf dem kleinen Account mache ich eigentlich eh nichts. Und Hauptsache ich schaffe den Duo-Raid. Ja, da muss man mal in den sauren Apfel beißen. Jetzt müsste ich mir eigentlich hier irgendwo was suchen, wo ich dann die Kamera mal hinstellen kann und kann euch das mal zeigen. Natürlich wieder kurze Hose am Start, Bruder. Vorhin alle Autos gefroren, Scheibe gekratzt, aber kurze Hose am Start. Hashtag kurze Hose werde ich jetzt einführen, damit es auch wirklich durchgesetzt wird. Hier habe ich, glaube ich, was gefunden. Gucken mal. Das sieht doch gut aus. Hier können wir das machen. So, wir sind also jetzt hier angekommen. Ihr seht also hier am Löwen. Ach, am Löwen. Am Dino natürlich. Wir gehen auch mal auf die Arena. Machen das mal noch ein Stück leiser, damit das auch nicht so nervt. Drehen noch nicht den Stop, denn heute muss ich auch mit der Spezialforschung wieder beginnen. Da gehört der Stop auch dazu. 10 Stops drehen oder so. Dino haben wir hier. 2 Accounts haben wir da. Wir gehen jetzt bei beiden. Ich versuche das beides hier einzublenden. Beide Bildschirme natürlich wieder. Typisch Andy sein Account. Richtig genial. Hat er mir damals 2 Handys und 2 Accounts gegeben, weil er die nicht mehr gebraucht hat. Wir gehen jetzt hier drauf. Werfen mal die 2 Pässe ein, wischen diesmal auch rüber und wählen das Team aus. So, empfohlen Mev 2, wir nehmen aber erstmal das Mev Du, weil das zweite ist nicht so stark. Hier auch, Mev Du kommt als zweites und Mev als erstes. Da seht ihr nochmal 98er, 3 96er, ein 89er mit Spukball und ein 100% Rüstungs-Mewtwo. Wir sind gespannt, ob das was wird. Vielleicht hätte ich auch privat machen sollen, damit da keiner joint. Für die Challenge, Competition, Bruder. Was ist das? Das lassen wir mal drin stehen. Wir lassen mal die Zeit ablaufen und melden uns dann zurück. So, da geht's also los. Hier habe ich den Ton immer noch zu laut. Wir drücken es mal nochmal ein Stück leiser an. René ist gerade noch vorbeigekommen, hat gefragt, ob er das schafft mit 4, ne? Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass das mit 4 sehr gut gehen müsste. Ich bin aber auch gespannt, ob das mit dem Spukball hinhaut, weil wenn nicht, muss ich wirklich die Attacke noch ändern. Wäre natürlich schade, wenn man bei 4 Mewtwos, bei 4 gemaxten Mewtwos Spukball wegmacht, aber vielleicht haut Spukball ja trotzdem rein. Zur Not wäre ja auch Machomai effektiv mit Kampf oder eben Metagross mit Stahlattacken. Also gegen Terrakium ist eigentlich so gut wie fast alles gut. Ihr seht, das zieht eigentlich auch ordentlich ab. Jetzt fallen sie auch nicht so schnell um, da sie gemaxt sind. Das Shiny ist drin. Das heißt ja, mein 98er ist schon tot, wenn das Shiny drin ist. Aber wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir hauen einfach drauf. Bis zum Schluss. Ihr seht ja, wenn ihr bei 150 Sekunden seid und ihr seid noch nicht bei der Hälfte der Energie, wenn es noch nicht gelb ist, dass das nichts wird. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Ein Viertel haben wir, glaube ich, weg. Ja, das ist immer sehr effektiv, wenn es sofort angreift. Aber dann kommt Spukball und dann zeigt es nichts mehr an. Aber der andere macht dafür ja mehr Schaden. Und ich denke mal, das wird trotzdem hinhauen. Dann müsst ihr nicht mal den perfekten Konter mitnehmen. Dann könnt ihr einfach irgendwas nehmen. Hauptsache, es hält ein bisschen was aus. Komm, ein Drittel ist schon weg. Noch 210 Sekunden. Ein Drittel müsste bei 200 sein. Sieht also ganz gut aus. So.
Außerdem kommen ja hier bei dem Account dann auch noch die anderen. Da kommen ja auch noch die, das, was ich vorhin gemaxt habe nebenbei. Das hat ja dann zwei Psycho-Attacken. Jetzt sind wir gleich bei der Hälfte. 175 Sekunden und wir sind bei der Hälfte der Energie. Also 25 Sekunden drüber. Das sieht gut aus. Da haben wir noch Reserve. Jetzt habe ich hier das auch mit Spukball. Aber das ist bestimmt gleich weg. Ich muss nur hoffen, dass nicht beide Accounts gleichzeitig sterben, weil sonst kriegt er ja wieder Energie dazu, wenn beide Accounts in der Lobby sind. Deswegen machen es manche ja so, die nehmen das eine Team 5 Pokémon in das andere 6 und dann ist der eine ja schon eher zu Ende, kann mit einem neuen Team rein, während der sein letztes spielt. Und so ist immer einer im Kampf. Das nur als Tipp nebenbei, was man auch machen kann. Früher hat man ja, um Zeit zu sparen, auch immer diesen Zeittrick gemacht, dass man ein leeres Team nimmt, ist dann reingegangen und hat dann einfach diese Lobbyzeit da übersprungen. So, das sieht gut aus. Hier bin ich jetzt rausgeflogen. Da kann ich jetzt mit dem zweiten Team direkt rein, während hier das Rüstungs-Mewtwo noch kämpft. Der kriegt also auch keine Energie dazu. Jetzt ist der hier fertig. Da muss ich jetzt auch das zweite Team wählen. Jetzt rutscht doch rüber. Nein, nicht das hier. Mev 2, genau das nehmen wir dazu. Jetzt kommt auch noch der Randy Orton, habt ihr das gehört? So, das hat immer noch hier Spukball dabei, aber ich glaube, da muss ich wirklich nichts ändern. Also das sieht gut aus. Die sind zwar jetzt schwächer, fallen eher um, aber machen trotzdem erstmal noch Schaden. 85 Sekunden. Ein Drittel ist noch drauf. Ich glaube, zum Ende hin wird es trotzdem nochmal spannend. Vielleicht hätte ich wenigstens trotzdem eins ändern sollen von Spukball auf Psychostoß oder Psychokinese. Man merkt schon, jetzt zieht es nicht mehr so. Nein, mach hin! 50 Sekunden. Das sind bestimmt die 5 Sekunden, die dann fehlen, wo ich gerade in der Lobby festgehangen habe. 40 Sekunden. Immer drauf, immer drauf. Hier ist wieder das Team tot. Wir gehen jetzt mit den Metagross rein für die letzten 20 Sekunden. Sehr effektiv, hoffen, dass das noch ein bisschen Schaden macht. Das kann doch nicht sein, das wird doch nix. 3, 2, 1, nein! Das heißt, ich muss Spukball wegmachen, das geht nicht anders. Aber nicht bei allen, wir versuchen es erstmal bei 2. Wir machen bei dem jetzt bei 2 Stück, machen wir Spukball weg, machen Psycho-Attacken und dann probieren wir es einfach nochmal. Das muss gehen. So, wir sind auf jeden Fall zurück. Zweite Runde, wir lassen uns nicht lumpen, wir probieren es nochmal. Wir haben jetzt noch ein bisschen was getüftelt. Ihr seht, wir gehen wieder in die Lobby. So ein Scheiß, wir nehmen wieder das erste Team, dann das zweite. Das ist halt schöner, wenn ihr mit 2 Leuten dasteht. Der eine hat das eine Handy, der andere hat das andere Handy. Und ihr könnt dann einfach rüber switchen, gemütlich kämpfen. Vielleicht sogar, wenn ihr zurück in die Lobby geht, kurz Toppeleber drauf. Bam, wieder das starke Team nehmen. Mit 2 Handys ist das halt richtig Mist. Denn ihr müsst da drücken gleichzeitig hin und her. Wenn ihr dann in der Lobby da, dann hängt sich da was auf. Oder dann geht's da und will ein Team auswählen. Also geht, versucht ein anderes Pokémon ins Team zu nehmen, was ihr ja gar nicht wollt. Und ja, ich glaube, das wäre sogar, es war so knapp, hätte ich also mit den Top-Belebern das große Team geheilt, dann wäre das, das wäre es gewesen. Das wäre es doch gewesen, oder? Wäre es das gewesen? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt habe ich Mist gebaut, deswegen, ne, gucken wir jetzt mal, ob es im zweiten Anlauf was wird. Wir sind gespannt, wir melden uns zurück gleich, wenn die Zeit abgelaufen ist. So, der Kampf geht gleich los, diesmal sage ich nichts, ich rede kein Wort, ich mache den Ton noch ein bisschen lauter und lass es einfach mal laufen und guck, was dann passiert.
gesehen, bei 35 Sekunden war der Schacht zu. Haben wir es besiegt, endlich. Wir gucken mal kurz, wie viel WP. 25, 87, richtig schlecht. 25, 95, auch schlecht. Ab 26 wird es eigentlich gut. Wir fangen das jetzt mal kurz bei den zwei Accounts und dann melden wir uns nochmal zurück. So, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen. Vorhin bei 175 Sekunden ist es gelb geworden, da war die Hälfte der Energie weg. Jetzt waren es 189 Sekunden, haben also ein bisschen mehr Zeit gehabt. Obwohl, wie gesagt, hätte ich vorhin bei den 175 Sekunden und alle waren tot, hätte ich in der Lobby dann das tote, gute Team geheilt, einfach Toppeleber drauf, 6 Stück, dann wäre das sicherlich gegangen. Dann hätte das sicherlich gereicht, ich hätte gar nichts ändern müssen. Jetzt ein bisschen mehr Zeit übrig gehabt, diesmal die Taktik auch anders. Bin dann nicht mit dem kleinen Team rein, weil die waren ja auch nicht gepusht. Hab dann einfach das genommen, was da war, weil bei dem einen hat es Metagross vorgeschlagen, bei dem anderen war noch Kyokra dabei, natürlich auch sehr effektiv, oder Gardevoir. Und ja, auch Psychoattacken, Feenattacken, alles mögliche. Hab einfach das genommen, weil die alle hochgezogen waren. Ging sich aus am Ende. Jetzt habe ich umsonst überall Spukball weggemacht. Wie blöd kann man eigentlich sein? Schreibt's mal in die Kommentare, wie blöd man sein kann. Hashtag Ramses. Ich freue mich natürlich, dass wir es geschafft haben, aber zu welchem Preis? Bei Bisafan TV sah das alles so leicht aus. Wir haben es jetzt aber auch. Das zählt, ne? Und jetzt kann ich wieder Sternstaub sammeln, Bonbons farmen, aber keinen Spukball mehr bekommen. War aber eh nur auf dem kleinen Account, ist egal, bei dem großen habe ich ja genug. Und der kleine hat auch noch genug mit Spukball rumliegen, der könnte also sogar noch ein paar hochziehen, wenn es sein muss. Aber bisher ging auch alles ohne, ne? Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon mal Terrarium zu zweit versucht? Habt ihr es geschafft? Was habt ihr so genommen? Wie war eure Taktik? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.